Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und ich gehe mal wieder auf den hier. So. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge oder in den letzten Folgen das Feld weitergebaut haben. Oh, ich sehe gerade, hier wird langsam was rot. Nachdem wir in den letzten Folgen das Feld weitergebaut haben. 1024 Byte. Okay, 50. Ja, so langsam. Reichen fast die 1 Terabyte Dinger nicht mehr aus. Aber jetzt, nachdem wir in der letzten Folge das Feld weiter gebaut hatten und fertig gebaut hatten, ich habe übrigens nochmal offscreen ein bisschen hingesetzt, würde ich jetzt ganz gern mit der nächsten Maschine da unten anfangen, damit ich ja möglichst viel, möglichst schnell da aus dem Lager rausbekomme. Und das machen wir am besten, ja, indem wir erstmal das Zeugs besorgen, weil uns fehlt Chrom, wie immer, und für Glasfaserkabel vielleicht noch ein bisschen Ruby Dust, da ich aus, ja, wenn ich Ruby, Maserator oder Pulverizer was rausbekomme, wäre das wahrscheinlich das günstigste. Am besten einfach mal, ja, da was zu sorgen. Und ich denke, das machen wir einfach in der beschleunigten Version. Ich nehme mir noch eine Turtle mit. Leonardo, genau, nehmen wir den mit. Und machen uns noch eine Pickaxe schnell. So, Spitz. Hacke, da haben wir eine Eisenspitzhacke. Hopp. Schlupp. Komm, gleich zwei. Dann, das Zeug hätte ich gleich reintun können hier. Komm, das kann gleich mal wieder rein. So hier. Schaufeln, bin ich mir nicht sicher, dass ich so viele brauchen werde jetzt. Aber mal schauen. So, die Fences brauche ich definitiv nicht. Die habe ich übrigens zum Markieren genommen. Werdet ihr dann gleich sehen. Das raus, den Hebel auch. Den brauchen wir auch nicht. Und, ja, ansonsten würde ich mal sagen, ja, legen wir los. Said she missed your touch. Why, thanks so much. I guess I should have known. Later on the freeway, suddenly my left front tire explodes. Standing by the side, you both pass me by in a red convertible. Playing that song I thought belonged to you. Yeah.
every day. What can I do to make you mine? Just look my way, I see you try to be cool, but it's not you. Can feel this way on my own. You see it too. I'll go ahead, keeping on. I won't fold. Open up and take me in. Don't be so cold. Watching from afar, wishing upon a star. If you could only see what I see, trying to open up your eyes, stepping wide shut. But I believe it's not a dream. I'm gonna change. Change your mind, a baby, I gotta make you.
Ja, und da bin ich wieder nach einer Stunde effektives Farming. Kann ich mich mal ganz kurz woanders hinsetzen. So, ich habe diesmal die Facecam übrigens nicht ausgeschalten und wir haben ein bisschen was bekommen. Unter anderem einige Lags. Habt ihr ja gesehen. Also, ja, dadurch, dass jetzt momentan so viel läuft, kommt der Server teilweise nicht mehr hinterher. Das liegt wahrscheinlich eher am Rechner, denn am Server diesmal, weil es läuft ja auf dem anderen Rechner. Mit K wird geschrieben. Da ist ja halt nicht mehr der stärkste. Chrome. Oh, ich kann heute nicht mehr schreiben. Chrome. Haben wir schon 29 Stück. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Da könnte man tatsächlich anfangen, weiteres Zeugs zu basteln. Wir brauchten für den Furnace ja, glaube ich, erstmal die nächste Maschine und sowas in der Art. Die können wir ja erstmal stehen lassen. Die müssen wir uns jetzt nicht zwingend vorknüpfen. Dann nehmen wir mit rüber. Eisen auch. Die müssen wir uns jetzt nicht zwingend vorknüpfen. Die können wir erstmal so lassen. Ich habe auch, wie ihr seht, hier unten ja gleich mal die Pickaxe ein bisschen genutzt und ein bisschen ja Grasblöcke rausgenommen. Können wir dann als später zur Deko verwenden. Momentan sind sie noch nicht notwendig. Jetzt gehen sie da rein. Pickaxe-Rezept kann raus. Haben natürlich ein bisschen Eisen verwurstet. Aber naja, gut. Ich denke, daran dürfte es jetzt nicht mangeln. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Diamond Ore, das haue ich mal oben in den Furnace, das wird nicht gemacerated, obwohl, wir können mal gucken. Was kommt denn raus? Diamant beim Schmelzen, klar, im Laserator, keine Ahnung. Im Crush Diamond Ore beim. So. Genau. Im Pure. Beziehungsweise halt Crush Diamond. Wir wollen schon von vorne angucken. So, also. Diamond, Laserator, Macerator, Calcinator, Ore, Beiprodukte, Superization, Stone und Graphit. Ne, brauche ich nicht. Hier habe ich wieder auch. Ich wollte auch hier das Rezept angucken vom Pulverizer, damit ich auch weiß, wo ich bin, ne? Wichtig. So, hier Pulverizer-Rezept. Thermal-Zentrifuge. Purified Diamond Ore. Naja, gut, ist jetzt nicht so wichtig, denke ich mal. Impure Pile of Diamond Dust und Gregtech. Graphit schon wieder. Also lohnt sich im Prinzip nicht. Diamond Dust und ein bisschen Graphit. Nee. Lohnt sich definitiv nicht. Kann ich den im Packager, kann ich den zum großen Diamond Dust machen? Ja. Im Elektrolyzer kann ich Carbon draus herstellen, will ich aber nicht. Im Implosion Kompressor kriege ich wieder Diamanten raus. Aha. Aber immer nur Industriediamanten, kann ich die denn kann ich die denn wieder Gravurdrucker? Nein, geformte Herstellung. Nein, Shape Crafting. Im Macerator zum Diamond Dust, ja klar. Im Kompressor zum Diamantblock, den ich eventuell wieder auseinandernehmen könnte und einen Diamant machen würde. Und im Molecular Transformer würde ich auch industriellen Diamant rausbekommen. Okay. Beziehungsweise hier können wir Diamantblock. Geformte Herstellung. Kriegen wir Macerator nur das draus. Okay. Hätte ja klappen können. Auf jeden Fall, die Dias hauen wir so rein. Lohnt sich jetzt nicht wirklich, da irgendwas großartig zu machen. Die werden einfach so geschmolzen. Und gut ist es. So. Wird dann auch unten so eingestellt, falls die Dia-Ohr kommt. Das geht direkt in den Ofen. Bei den anderen Ärzten, also bei Ruby habe ich es. Bei Ruby habe ich schon entschieden. Bei den anderen Ärzten noch nicht so. So. Hopp, das da rein. Und ich würde mal sagen, wir beenden hier die Folge. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. In der nächsten Folge geht es dann mit der nächsten Maschine los. Wird noch in dieser Aufnahme passieren. Und mal schauen, was wir hinbekommen. Und vor allem wie und wo und warum. Und ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.